Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Twilight Crusade. Ich habe den letzten Part mal eben reingehört und ich fand eigentlich, dass sich das alles ganz gut angehört hat. Und deswegen machen wir jetzt auch weiter. Und ich habe hier ein bisschen dunkler gemacht, damit sich das nicht mehr so komisch in meiner Brille spiegelt, weil ich das gerade eben gesehen hatte, es sah irgendwie voll komisch aus. Ich habe es gemerkt. Bin ich vor Angst wie gelähmt, als der Vampir auf mich zustürzt. Mal ganz ehrlich, wäre ich auch. Doch dann erinnere ich mich an all unser Training und ich erwache aus meiner Starre. Mit zitternden Fingern hole ich das Kreuz hervor, das Sven mir gegeben hat und dann nun Tag und Nacht trage. Bleib sofort stehen! Ich strecke es dem Vampir entgegen. Genau wie im Training mit Sven bleibt der junge Vampir auf der Stelle stehen und grunzt vor Unbehagen. Er hält schützend seine Hände vors Gesicht und ich habe Zeit, meine Gedanken zu sammeln. Okay. Du hast das unter Kontrolle, Vampir. Benutz die Pistole mit den Holzpatronen, die Baron dir gegeben hat. Holster am rechten Schenkel. Jetzt! Ich lasse das Kreuz los und ziehe die Pistole hervor. Der Vampir kommt wieder zu sich und stürzt wieder auf mich zu. Doch ich bin schneller. Ich ziele direkt auf sein Herz und ziehe den Abzug. Ping! Ping wird nicht mit L geschrieben, würde ich mal meinen, aber egal. Volltreffer! Die Kugel verfehlt ihr Ziel nicht. Der Vampir stößt einen markerschütternden Schrei aus und bricht erledigt auf dem Boden zusammen. Yeah. Adrenalin schießt noch immer durch meinen Körper, als ich wieder ins Haus und ins Wohnzimmer renne. Drei sehr besorgt reinschauende Jungs sind gerade auf dem Weg nach draußen. Was ist los? Bist du okay? Ist gerade doch ein bisschen sehr laut für mich. Du hast die Pistole benutzt. Und mein Kreuz? Sehr schön. Sven hat die noch qualmende Pistole in meiner Hand und das Kreuz um meinen Hals bemerkt. Strahlend und mit pochendem Herzen stecke ich die Pistole zurück in ihr Holster und stecke das Kreuz wieder unter mein Shirt. Ja, ich habe beides benutzt. Als mich dieser Vampir gerade angegriffen hat. Und ja, mir geht es gut. Ich werfe Eli und Baron einen bedeutenden Blick zu. Sie gehen nach draußen, um sich die Leiche anzusehen und kommen kurz darauf wieder zurück. Vampi, ich bin wirklich beeindruckt. Du hast alles, was wir dir beigebracht haben, in einer echten Gefahrensituation angewendet. Gut gemacht, wirklich. Eli stupst meine Hüfte mit seiner an und grinst. Wirklich gute Arbeit. Ich bin beeindruckt. Und ich kann nur hoffen, dass ich in solch einer Situation genauso handeln werde. Sven stellt sich hinter mich, knetet kurz meinen Nacken und klopft mir dann grinsend auf die Schulter. Ich bin stolz auf unseren kleinen Lehrling. Eine reife Leistung. Dankeschön. Ich werde die Leiche verbrennen. Und dann schlage ich vor, dass wir mit einer Pizza, Champagner und einer Party-Poker feiern. Yay! Pizza! All das Lob und natürlich der Gedanke an Pizza lässt mich strahlen. Okay, du hast meine Gedanken gelesen. Das klingt super. Wir haben einen tollen Abend. Doch am nächsten Morgen wache ich auf mit einem ernsten Fall von Nervenflattern. Heute Nachmittag steht der Rave-Test an. Was soll ich tun? Gehe im Park joggen, schreibe in dein Tagebuch und mache ein paar meditative Atemübungen. Geh und lasse dich massieren. Von wem ist die Frage? Ich weiß gar nicht, was ich beim ersten Mal genommen hatte, ob joggen oder in mein Tagebuch schreiben. Ach so, wahrscheinlich geh und lass dich massieren, das ist wahrscheinlich professionell, würde ich im Salon gemeint. Okay, ich dachte jetzt, einer meiner Jungs macht das für mich, aber okay. Ich würde da mal sagen, würde ich einfach, ja, ich meine, joggen wäre auch nicht schlecht, natürlich, weil so auch in Form bleiben und so für diesen Rave-Test, aber ich denke, gerade für diesen Test sollte ich mir meine Kraft aufsparen und deswegen schreibe ich in mein Tagebuch und mache ein paar meditative Atemübungen, um mich erstmal zu beruhigen. Ich denke, das ist sinnvoller. Okay, ich muss einen Moment meine Gedanken ordnen. Eben. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte es wirklich Einfluss auf den Spielverlauf, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Ist das so eigentlich gut oder so vielleicht? Nee, sollte eigentlich so gut sein, okay. Ich habe manchmal den Eindruck, ich bin hier so komisch zu sehen irgendwie, deswegen... Egal.
Ich hole mein Tagebuch hervor und setze mich im Schneidersitz aufs Bett. Das altmodische Niederschreiben meiner Gefühle und Gedanken wirkt beruhigend auf meine Nerven. Das war der Sinn dahinter. Ich beginne zu schreiben. Okay, erstens macht es echt nach Punkten. 1, 2, 3 und dann nur so Stichpunkte dahinter. Also ich habe irgendwie anders Tagebuch geschrieben, aber egal. Okay, erstens, ich bin von echten Vampiren ausgebildet worden. Ein riesiger Vorteil gegenüber den anderen Bewerbern. Das stimmt. Zweitens, obwohl dieser Vampir mich total unvorbereitet erwischt hat und ich kurz die Nerven verloren habe, habe ich das Kreuz und die Pistole mit den Holzpatronen benutzt und meinen ersten Vampir getötet. Allein. Und drittens, ich bin, gelinde ausgedrückt, einfach unschlagbar. Natürlich, ich schaffe das. Ich muss gerade irgendwie, ich meine, das ist jetzt wirklich halt hier ein bisschen übertrieben. Ich muss da gerade denken an dieses Gabriel Knight 2. Auch ein sehr witziges Spiel, was ich irgendwann displayen werde. Das ist übrigens kein Visual Novel oder sowas, sondern ein sehr seltsames altes Spiel, wo halt noch echte Schauspieler als Spielefiguren genommen wurden. Wovon es ja zum Glück, glaube ich, nicht allzu viele Spiele gibt, weil es sieht eigentlich immer scheiße aus. Und da war einfach sowas. Ich fand das selber gar nicht so extrem. Aber ich gucke das ja gerade als Let's Play bei Marco, also Tales Gaming, und der hatte sich da total drüber lustig gemacht, als so eine Szene kam mit: Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Hat sich einer halt irgendwie so vorgestellt und dann, wow. Kann sein, dass ich das auch schon mal erwähnt hatte im Let's Play, aber egal, ich mach's gerne immer wieder, weil das einfach so geil war. Das musste mal nochmal erwähnt werden. Ich schreibe noch ein wenig mehr und am Ende schließe ich lächelnd und mit gestärktem Selbstvertrauen das Tagebuch. Das ist doch schön. Ich erlaube mir ein schnelles Frühstück, springe unter die Dusche und eile mit einem Handtuch um meinen Körper gewickelt durch den Flur zum Gästezimmer. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, nur mit einem Handtuch bekleidet in dein Zimmer zu huschen, in welchem du gerade schläfst, wenn 3 Jungs mit dir zusammen da wohnen. Das ist doch ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich würde mich im Badezimmer einfach komplett fertig machen und auch schon anziehen. Das ist irgendwie sinnvoller, aber egal. Doch, ich passe nicht auf, wohin... Habe ich es nicht gesagt? Ich passe nicht auf, wohin ich laufe und kollidiere schnurstracks mit einem steinharten Oberkörper. Und natürlich ist es er. Weißt du, der Notgeilste hier quasi von allen, der ja wirklich nichts unversucht lässt, mich ständig in jeder Hinsicht anzubaggern und zu verführen. Weißt du, natürlich pralle ich genau mit ihm zusammen, nur mit dem Handtuch bekleidet. Yay, perfekt, natürlich. Uff. Sven prallt ein wenig zurück und blickt mich überrascht an. Und dann wahrscheinlich freudig so, oh, hallo. Dann schleicht sich ein schelmisches Grinsen auf seine Lippen. Ja, war mir klar. Würde wahrscheinlich jeder in der Situation. Nanu, welche Freude, auf dich zu treffen, Vampi. Mhm. Seine Augen scannen völlig unverblümt meine nur mit einem Handtuch bedeckten Körper. An seinem funkelnden Blick sehe ich, dass er sich mich gerade völlig unbekleidet vorstellt. Aha. Ich laufe sofort von Kopf bis Fuß leuchtend rot an. Ha, ich, hey, sieh mich bitte schön nicht so an. Ich finde das schön hier irgendwie in den Satz unpassend. Sieh mich bitte schön nicht so an. Ach so, bitte schön. Ach so, ja, okay. Oh. Okay, es macht doch mehr Sinn, als ich gerade dachte. Ich habe es nur falsch betont. Trotzdem, ich hätte das schön trotzdem weggelassen. Egal. Sieh mich bitte schön nicht so an. Ich drücke mich an ihm vorbei und schlüpfe in mein Zimmer. Sogar durch die geschlossene Tür kann ich noch sein Kichern hören. War so klar. Das ist einfach Sven, wie er lebt und lebt. Mensch, das war vielleicht peinlich. Hat dieser Typ denn keinerlei Anstand? Nö. Er hat mich ja schonungslos mit seinen Augen ausgezogen. Ja, das würde er nicht nur mit seinen Augen tun, er würde es auch gerne richtig tun. Nur dafür ist er dann trotzdem wenigstens anständig und nett genug, um vorher die Erlaubnis zu kriegen. Er könnte ja auch anders, immerhin ist er ein Vampir, also naja, egal. Gerade als ich mein Handtuch ablegen will, klopft es an der Tür. Ich öffne sie einen Spalt. Es ist natürlich Sven. Geh weg, ich will mich gerade umziehen. Kann ich dir helfen? Oh je, jetzt sagt er garantiert ausziehen.
Sven lehnt lässig am Türrahmen und hält eine Panflöte in der Hand. Warum? Okay, willst du mir jetzt ein Liedchen vorspielen? Umziehmusik oder was? Die Frage ist vielmehr, ob ich dir helfen kann. War so klar. Komm, ich bringe dir bei, wie man eine Panflöte spielt. Das beruhigt deine Nerven. Oh, Junge. Habe ich mein Handtuch gut zusammengeknotet oder halte ich das fest? Nach dem Motto, ja, wenn du Panflöte spielst, dann kannst du dein Handtuch nicht mehr festhalten. Das könnte ich mir so auch vorstellen. Oder einfach allgemein, damit ich die Hände da nicht mehr so richtig habe, dass er dann irgendwie da leichter rankommen kann oder so. Keine Ahnung. Weißt du, wieso kommt er jetzt einfach mit so einer Panflöte? Oh, ich heul fast, ey. Das ist echt nicht mehr normal. Es ist dieser Zusammenprall und dann, ja, okay, das ist noch alles in Ordnung. Würde ich auch anderen Spielen zutrauen, sowas, weil das ist halt so eine normale Situation, auch in vielen Filmen und sowas, ne? Ganz okay. Aber jetzt kommt er dir einfach an mit so einer Panflöte. Komm, ich bring dir mal eben bei, wie du Panflöte spielst. Warum? Einfach nur warum? Es macht keinen Sinn. Ach, Junge. Ich blicke von seiner Panflöte hinauf zu seinem schelmischen Grinsen und dann hinunter auf meinen in das Handtuch gewickelten Körper. Jetzt? Ja, jetzt. Was soll ich tun? Ernsthaft? Erkläre dich einverstanden. Nein? Ich meine, die Situation wäre vielleicht ganz witzig und verstörend zugleich, aber weißt du, wieso? Wieso? Immer ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass es keine romantische Szene ist, sondern wirklich nur eine Grabbelszene dann. Weil, was soll das? Also Sven, tut mir leid, du bist ja echt sexy eigentlich und sowas, ne? Aber ich liebe Baron und mal ganz ehrlich, du bist gerade sowas von komisch. Nee, lehne ab und schließe die Tür, du kannst mich mal. Danke für das Angebot, aber ich komme schon zurecht. So nervös bin ich gar nicht. Du machst mich nur nervös, wenn du bei mir in meinem Zimmer bist jetzt gerade. Also geh bitte, ich will mich umziehen. So ganz stimmt das zwar nicht, denn ich bin trotz meiner Versuche, mich zu beruhigen, ziemlich aufgeregt. Nur wegen dem Zusammenprall, wenn er aus deinem Zimmer mal endlich die Biege macht, dann ist auch alles wieder okay. Dann bist du ja alleine und deswegen... Hä? Bist du ganz sicher? Denn ich würde dir sehr gerne beim Relaxen behilflich sein. Aha. Nicht nur mit Panflötenunterricht. Beziehungsweise einem anderen Flötenunterricht, aber lassen wir das. Er blitzt mich mit einem verschlagenen Grinsen an und eine wallende Hitze durchschießt meinen ganzen Körper. Hilfe! Ich schiebe Sven rückwärts aus meinem Zimmer. Geh! Alter, dieser Kerl. Oh, jetzt ist er ganz traurig. Hör zu, das ist wirklich nett, aber ich komme wirklich alleine klar und in diesem Augenblick kommt Eli jetzt auch noch. Nein! Kommt Eli die Treppe hinauf und sein Blick funkelt von mir, nur mit einem Handtuch umwickelt zu Sven. Ja, ist klar. Was ist hier los? Versuchst du dich an sie heranzumachen? Wenn ja, dann werde ich... Er stampft mit geballten Fäusten auf Sven zu. Der Vampir lacht nur kurz, schüttelt den Kopf und schlendert unbeeindruckt an Eli vorbei zur Treppe. War klar. Bleib mal locker, Bruder. Ich habe ihr bloß angeboten, ihr Panflöte spielen beizubringen. Das beruhigt die Nerven. Aha. Während ich nur mit einem Handtuch bekleidet da bin. Das ist ja auch gar nicht komisch oder so. Junge. Pass auf, Sven. Pass auf, Sven. Du hältst dich besser von Vampi fern. Oder ich. Oh mein Gott, Elijah. Nun hör schon auf. Er hat rein gar nichts gemacht, okay? Du brauchst mich nicht zu beschützen. Aber ist doch gerade voll nett von ihm, ist doch okay. Kichernd wirft Sven noch einen Blick über die Schulter und verschwindet dann die Treppe hinab. Eli dreht sich wieder zu mir um und seufzt. Vampi, ich weiß ja, aber... Ah, Sven geht mir einfach so auf die Nerven. Und ich weiß, dass er dich mag. Und ich bin auch irgendwie aufgeregt wegen des Rave-Tests. Er fährt sich mit einer Hand übers Gesicht und versucht sichtlich zu beruhigen. Auch meine Laune verbessert sich wieder und ich lächle ihm aufmunternd zu. Ich weiß, es steht viel auf dem Spiel. Und keine Sorge, wir werden die Aufnahmeprüfung rocken. Richtig cool.
Und wir rocken die Prüfung tatsächlich. Zumindest den ersten Teil. Doof, dass das gar nicht gezeigt wird, was wir machen müssen. Später am Nachmittag kommen Elijah und ich aus dem Raum für den ersten der drei Tests hinaus in den Gang eines großen Gebäudes im Stadtzentrum. Ich kann kaum glauben, dass wir die Top-Punktzahl erzielt haben. Der schriftliche Teil war beinahe zu einfach. Ja, nicht wahr? Obwohl ich glaube, dass es sehr geholfen hat, dass wir mit zwei Vampiren zusammen gewohnt haben. Sag's noch lauter in der Öffentlichkeit, Junge. Vor allem bei den ganzen detaillierten Fragen über Vampire und ihre Lebensgewohnheiten. Ich nicke kichernd und sehe mich prüfend um, ob uns auch niemand belauscht. Ja eben, der Raum ist voller Bewerber für die Aufnahmeprüfung. Und der Stimmung und der Gespräche um uns herum zu urteilen, ist die Vampirfeindlichkeit hier ziemlich dominant. Immerhin ist es eine Widerstandsbewegung im Kampf gegen Vampire. Ja eben, deswegen ist es normal. Doch ich will nicht, dass jemand erfährt, dass zwei Vampire in meinem Haus wohnen und uns ausbilden. Das ginge bestimmt nicht gut aus. Nee, definitiv nicht. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten Test, den Praxisteil, bestehen. Und danach den Teamkampf. Wir schaffen das. Oh, schau. Sie rufen schon die Kandidaten auf für den zweiten Test. Bist du bereit? Was soll ich antworten? Ja, Logo. Folge deinem Impuls und drücke Elijah. Gib ihm einen Fistbump. Ach komm, warum soll ich ihn drücken? Das passt jetzt einfach nicht, deswegen komm. Ghetto Faust. Ich grinse und halte ihm meine Faust entgegen. Wir schaffen das. Er boxt seine Faust gegen meine und grinst zurück. Dann stellen wir uns mit den anderen Kandidaten für den Praxisteil der Aufnahmeprüfung an. Yeah. Im Handumdrehen ist der zweite Test bestanden und man gibt uns vor dem dritten und letzten Test eine längere Pause. Teamkampf. Elijah und ich halten unsere Pause auf einer Bank in einer Halle an einer Seite des Testgebäudes. Deine Geschwindigkeit hat dich also den zweiten Test bestehen lassen, was? Ich nicke. Mit einem breiten Lächeln. Ja, meine Punktzahl im Bereich Kraft war nicht so hoch wie bei den Männern. Dafür war ich den meisten im Bereich Geschwindigkeit und Ausdauer überlegen. Cool. Glückwunsch, Vampi. Ich habe dir ja gesagt, wir beide schaffen das. Guck mich nicht so verliebt dabei an, wenn du mich einfach nur lobst. Das ist komisch. Klar. Und hey, dir auch herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört, man hat dir die Top-Punktzahl im Bereich Kraft gegeben. Eli spannt seine Schultern an und präsentiert seine Muskeln im Hulk-Style. Hoho, ich muss lachen. Oh ja, ich bin super stark und oh, au. Er relaxt seine Muskeln wieder und reibt sich die rechte Schulter. Oh je. Dabei lässt er seinen Arm rotieren. Ach, als würde er sein Gelenk testen wollen. Ich meine, hilft ein bisschen zur Lockerung manchmal so ein bisschen, ne? Bist du in Ordnung? Ja, ich glaube, ich habe mir während dieser Kraftprobe hier etwas gedehnt oder so. Oder gezerrt oder eingeklemmt, wie auch immer. Mich überkommt das Verlangen, seine verletzte Schulter zu massieren. Vielleicht sogar eine komplette Schulter- und Armmassage. All diese leckeren stahlharten Muskeln. Was soll ich tun? Weiß nicht, könnte auch wehtun. Auch wenn er garantiert nicht Nein sagen würde, weil er mich ja auch liebt, aber... Ich meine, so an sich, aber das ist halt so die Sache, weißt du, so an sich, bester Freund und sowas, ne, und ich würde sonst auch sagen, vielleicht würde ich das sagen, so, soll ich vielleicht deine Schulter so ein bisschen massieren, dass sich das ein bisschen lockert oder so, weil das ist an sich eine normale Frage, klar, kann man machen, aber bei diesen Spielen, wenn das schon diese Premium-Entscheidung ist, dann wird das garantiert wieder irgendwie romantisch oder dass er dann, keine Ahnung... Oder dass ich dann auf einmal auch über seine Brust so streiche und sowas. Und das will ich ja eigentlich nicht. Deswegen, nee, komm. Dann kommen wir auch schneller voran, wenn ich nicht ständig Edelsteine sammeln muss, wenn ich mit allen dreien hier wirklich irgendwie da so was mache. Deswegen, ist okay. Massiere ihn nicht, unterhalte dich nur mit ihm. Das reicht. Ich glaube, es ist nicht der richtige Augenblick, um ihm eine richtige Massage zu geben. Ihm, nicht ihn.
Was, wenn jemand vorbeikommt? Das hat sie gerade nicht ernsthaft gesagt, oder? Beziehungsweise gedacht. Was wäre daran schlimm, wenn jemand sieht, wie du deinen Kumpel massierst? Was ist daran schlimm? Dieses Spiel. Strecke dich nur ein bisschen und dann sollte es schon wieder gehen. Ich hoffe es. Als nächstes ist der Teamkampf an der Reihe. Ich muss in Form sein. Das wirst du schon sein und zu Hause werden wir deine Schulter mit Eis kühlen. Muss nicht unbedingt sein, vielleicht ist auch Hitze besser. Und wir werden heute Abend feiern. Mit Pizza! Wir unterhalten uns noch eine Weile und trinken dabei viel Wasser, hoffentlich nur, bis der dritte und letzte Test ansteht. Aber ich würde sagen, den letzten Test machen wir dann im nächsten Part, denn der Part ist jetzt halt lang genug. Und ja, that's it, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet Spaß und könnt mit mir gemeinsam über dieses Spiel lachen und trotzdem die schönen Augenblicke genießen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut und bis zur nächsten Part, ihr Lieben. Eure Vampi. Ciao!